Nach der Zeit der mongolischen Fremdherrschaft durch das Haus der Yuan hatten sich die gedemütigten Han schließlich wieder gesammelt. Noch immer waren sie die größte ethnische Gruppe in China und schöpften im Vertrauen auf den Konfuzianismus neue Kraft. Was nun folgte, war der Aufstieg einer Dynastie, die aus einem bescheidenen Zusammenschluss verschiedener Stämme zur dominierenden Macht in China emporstieg. Zumindest bis die Kräfte der Moderne das autokratische Regime in ein Relikt der Vergangenheit verwandelten. Hallo, mein Name ist Felix und willkommen zur letzten Episode in unserer Reihe über das dynastische China. Während wir uns von der beginnenden Industrialisierung zum Zeitalter der Kolonialisierung mit schnellen Schritten voranbewegen, klammerten sich noch immer viele Chinesen an ihre alten Vorstellungen und Prinzipien. Doch den Fortschritt auf der anderen Seite des Erdballs konnten auch sie nicht ewig ignorieren. China sollte am Ende dem kolonialistischen Eifer weit entfernter Mächte unterliegen, die die einstige Supermacht zu einem Schatten ihrer selbst degradierten. Nach dem Chaos der schwindenden Yuan-Dynastie, welche in der Zeit der Mongolen regierte, folgte eine Zeit der sozialen Stabilität. Die Regierung war solide und anstatt ihre Untertanen zu unterdrücken, versuchten die Verantwortlichen, die Beziehung mit ihnen zu verbessern. Die Gemeinden sollten sich selbst versorgen können, während ihre Farmarbeiter durch ein Rotationssystem im militärischen Notfall zur Verfügung standen. Das System nannten sie Weizhou und es funktionierte. Es reduzierte vor allem die hohe Sollzahlung, zumindest bis die vielen Kriege am Ende der Ming-Periode ein stehendes Heer unverzichtbar machten. Die fortschrittlichste Kraft der frühen Ming-Zeit bildete die sogenannte Bewegung des Weißen Lotus. In der buddhistischen Ethik verhaftet, trugen ihre Angehörigen einen roten Turban als Erkennungszeichen ihrer liberalen Orientierung. Ihrer Meinung nach sollten sich Mann und Frau frei treffen dürfen, was für eine konfuzianistische Weltansicht schon ziemlich radikal war. In der Tradition der militärisch erfolgreichen Song gewannen die Min eine entscheidende Schlacht gegen die geschwächten Yuan auf dem See Pyongyang im Jahre 1363. Es war ein gewaltiges Gefecht, in dem eine zahlenmäßig weit unterlegene Rebellenarmee durch Glück und Feuerkraft den Sieg davontragen konnte. Wenn wir hier von Feuerkraft sprechen, dann meinen wir auch buchstäblich Feuer. Brennende Schiffe wurden auf die feindliche Flotte geschickt, um die schwerfälligen Kriegsschiffe zu entzünden und deren Formation zu brechen. Zu Tibet hatte man unterschiedliche Beziehungen. Einerseits respektierte man die geistigen Führer, deren Lehren besonders in der Mitte des 16. Jahrhunderts beliebt waren. Einer dieser spirituellen Lehrmeister war der verehrte Gelehrte Wang Yangming. Aufgrund seiner harschen Kritik am Konfuzianismus wurde er von Konservativen immer wieder attackiert. Er bevorzugte einen strengen Buddhismus und betonte, dass die Erfahrung wichtiger sei als das Wissen aus Büchern. Seiner Meinung nach konnte jeder mit der richtigen Kombination aus Einsatz und Verstand zu Größe gelangen. Tibet wurde weiterhin von China unterdrückt, doch der Handel schien dieses Verhältnis ein wenig aufzuweichen. China brauchte die Pferde aus Tibet und Tibet mochte den Geschmack des chinesischen Tees. Aber die Probleme tummelten sich nicht nur an den Grenzen. Die Eunuchen, lange entmannt in mehr als nur einer Art und Weise, schmiedeten hinter dem Rücken des Hofes des Kaisers von Wanli Pläne. Währenddessen sorgte der internationale Handel mit Japan und Portugal für sinkende Silbervorkommen. Silber war Chinas Währung und der plötzliche Mangel sorgte für eine anhaltende Inflation. Und als könnten die Dinge nicht noch schlimmer werden, traf China eine kleine Eiszeit. Extreme Trockenheit im Sommer und außergewöhnliche Kälte im Winter überzogen das Land und zerstörten vielerorts die Ernte. Seuchen brachen aus und zu allem Überfluss auch noch das schwerste Erdbeben, das die Menschheit bis heute treffen sollte. Im Jahr 1556 starben fast 1 Million Menschen unter den Trümmern der einstürzenden Höhlenwohnungen, in denen viele Chinesen zu dieser Zeit wohnten. Die Qing gründeten einen Protostaat namens Mandschurei. Von den Mongolen unterstützt war es ein multikultureller Mix von verschiedenen Stämmen aus Chinas Norden. Diese zusammengepressten Stämme unterdrückten und erniedrigten die ethnischen Han und zwangen sie dazu, den klassischen Qing-Haarschnitt zu tragen. Dazu wurde der Kopf bis auf einen einzigen Zopf rasiert. Die Herrscher sahen darin ein Zeichen der Loyalität, doch war der Haarschnitt bei allen verhasst, die darin den Verrat an Konfuzius' Lehren erkannten. Die zwei Kaiser, die die Ära am nachhaltigsten symbolisierten, waren Yongcheng und sein Sohn Qianlong. Sie waren nicht nur in der Lage, einen frühneuzeitlichen Staat zu erschaffen, nein, sie blickten sogar über dessen Grenzen hinaus. Sie pflegten diplomatische Beziehungen zum Russischen Reich und anderen Staaten bis tief hinein ins 19. Jahrhundert. Der Vertrag von Yaktha eröffnete eine Handelsroute zwischen den beiden Reichen. Russische Felle für chinesischen Tee. Im 18. Jahrhundert begannen die Großmächte Europas nach der Welt zu greifen.
Es war die British East India Company, die als erstes im Jahr 1793 eine Delegation unter Lord George Macartney nach China sandte. Trotz aller ihrer Versuche blieben die Chinesen jedoch unbeeindruckt und man weigerte sich, die eigenen Grenzen für den Handel zu öffnen. Chiao Long sagte zu Macartney: "Die Könige von unzähligen Nationen kommen zu uns, von Land und zu See, mit all ihren kostbaren Dingen. Doch letztendlich fehlt es uns an nichts. Der Punkt ist jedoch, dass es sehr viel mehr hätte sein können." So blieb das System der Kantone in Kraft. Ein Kanton war ein spezieller südchinesischer Hafen. Dort und nur dort war es erlaubt, mit westlichen Nationen Handel zu treiben. Es war ein Versuch, den ausländischen Einfluss so weit wie möglich aus China herauszuhalten. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat das auch funktioniert. Die Händler der Hong besaßen ein staatliches Monopol. Während alle Händler ihre Anlegepläne dort bestätigen lassen mussten, sorgten festgelegte Preise dafür, dass der kapitalistische Wettbewerb fast unmöglich war. Verzweiflung machte sich unter den europäischen Kaufmännern breit. Gleichzeitig wurden die Chinesen immer misstrauischer und entwickelten eine Fremdenfeindlichkeit, die Chinas Beziehungen bis zum Zusammenbruch der Qing im frühen 20. Jahrhundert belasten würde. Fremde wurden als Barbaren verschrien. Chinesischen Staatsbürgern war es verboten, in irgendeiner Form eine Handelsbeziehung mit ihren mutmaßlichen Unterdrückern einzugehen. Sobald irgendein Fremder das chinesische Festland betrat, wurde er auf Schritt und Tritt beobachtet. Diese Paranoia war jedoch nur ein Symptom für ein Klima des Misstrauens, das China zu spalten begann. Den Grund dafür sahen viele Beobachter in den multiethnischen Anfängen der Qing-Dynastie. Ihre Gründer, die Jurchen, waren nämlich eine ethnische Minderheit. Zwar waren sie und ihr späterer Staat sehr erfolgreich darin, verschiedene Gruppen zusammenzubringen, doch auch sie schotteten sich von anderen ab. Innerhalb der Armee trugen die Soldaten eine spezifische Farbe auf ihren Fahnen, die ihre ethnische Herkunft zu erkennen gab. In ihrem Bemühen, alles in Gut und Böse einzuordnen, fingen die Qing also auch damit an, über ihre Untertanen zu urteilen. Das scheint alles ziemlich unglaubwürdig, wenn man sich an die aufgeklärte Regierungsweise der beiden Kaiser Yongcheng und Chiao Long erinnert. Gelehrte, Farmer, Künstler und Händler wurden als würdig angesehen, während Sklaven, Diener und Unterhaltungskünstler als unwürdig zur Seite geschoben wurden. Man denke dabei nur an all die armen Musiker, die am Hofe arbeiten mussten. Schon früh hatten sich die Ansichten von den buddhistischen Lehren entzweit und man bevorzugte von nun an einen eher konservativen Konfuzianismus. Für eine so lange Zeit war China der Universalgelehrte der Welt. Technische Innovationen, fortschrittliche soziale und politische Reformen, sich gegenseitig ergänzende Lebensphilosophien, all das waren die Charakteristika einer jahrhundertealten dynastischen Supermacht. Man vermutet, dass mit der Einführung des Schießpulvers in Europa eine neue Ära der technischen Entwicklung begann, die China in großen Schritten überholen sollte. Europas militärischer Vorsprung war jedoch nur einer von vielen Faktoren. Denn auch mit dem Entdeckungseifer der europäischen Seefahrer konnte das Reich der Mitte nicht mithalten. Fremde Welten haben die Chinesen nur direkt an der eigenen Grenze interessiert. Als dann die Zeit des europäischen Kolonialismus neue Handelsrouten und ökonomische Strukturen mit sich brachte, waren Chinas Herrscher nicht darauf vorbereitet. Weder konnten noch wollten sie akzeptieren, dass eine neue Ära angebrochen war, in der sie nicht die Führung besaßen. Denkt doch mal an die älteren Dynastien Chinas zurück, zum Beispiel an die Tang- oder Zhong-Dynastie, die ihr hier oben übrigens findet. Erkennt ihr Analogien? Veränderungen? Hat irgendeine Dynastie von den Fehlern ihrer Vorgänger gelernt? Lasst uns eure Gedanken dazu in den Kommentaren wissen und freut euch auch schon mal auf die nächsten Folgen. Da geht es um das China des 19. Jahrhunderts und ich sage nur Opiumkriege und Boxeraufstand.